Willkommen zu einer neuen Folge vom BDX-Vlog. Heute eine kleine Sache anders, weil Benny im Urlaub ist und wir zeigen euch heute mal, wie es im Büro abläuft, wenn er nicht da ist. BDX or nothing. Ja, die Änderung, das, ich bin da schon dran. Das ist auch fast fertig. Ich brauche da nur noch so 20 Minuten vielleicht. Ja, vielleicht 25. Dann schicke ich das sofort rum, ja? Kriegen Sie Ihre Änderung. Okay, super. Bis später. Tschüss. Ja, tschüss. Tschüss. Ciao. Hey, Simon. Wir brauchen noch jemanden für unser Badminton-Team. Let's go. Chris, erklär doch einfach mal, wie so die Atmosphäre hier im Büro ist. Naja, so was Privates bleibt privat und bleibt zu Hause und wir versuchen hier immer Vollgas zu geben und für den Endkunden das Produkt so professionell wie möglich abzugeben. Ja. Hey Simon, bist du eigentlich körperlich ausgelastet hier im Job? Ja, also schon anstrengend. Also entweder man sitzt nur am Rechner den ganzen Tag von früh um 7 bis abends um 9 und Schlaf kennt man eigentlich nicht bei uns. Ja, oder man ist halt die ganze Zeit unterwegs. Das ist dann das andere Extrem. Also man muss da halt seinen Ausgleich finden. Wie ist das hier eigentlich mit Alkohol am Arbeitsplatz? Eher untypisch, kommt eigentlich nie vor. Also wirklich nur in extremsten Fällen, wenn es irgendwas zu feiern gibt, aber also, nee. Also man muss ja schon klar im Kopf bleiben, damit das halt irgendwie was wird, ne? Sind ja eigentlich immer alle zurechnungsfähig. Ja, klar. Du Vincent, ich habe hier das Gerücht gehört, es gäbe einen Fight Club. Hä, ja, es war doch vollkommen verrückt. Was sollen wir denn uns hier kloppen? Wir müssen doch arbeiten, wir müssen doch den Kunden das Produkt liefern. Übelst Müll. Ach, so eine Scheiße muss ich mir nicht geben. Okay. Thema Fight Club, irgendwelche Anmerkungen? Regel Nummer 1, Tüderkram, Quatsch. Kann ich gehen? Nice, danke. I'm in this airplane soaring, waving by. These wolves are down below. I see them waving high. They come with a big grin, and they wanna get close. They wanna be your friend, but you gotta know they devour most. They be waiting on me to land. They want me to calm down. I'm seeking direction from my king. Yeah, that's how I get around. I've got a